Einer neuen Folge von PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile. Ja, es ist ein neues Update erschienen. Normalerweise hatte ich habe zwei Videos von der China-Version hier aufgenommen gehabt. Die sollten eigentlich vorher erscheinen. Dort habe ich nämlich auch schon mal Miramar abgespielt. Doch nun gibt es in der Version, die wir alle kennen, auch die Miramar App. Ist nämlich jetzt nagelneu heute rausgekommen per Update. Version 050.8.027. So, und ihr seht, man kann jetzt als Gast und als Facebook, das konnte man ja schon vorher. Nun ist hier aber auch Twitter drinne und wenn ich hier auf More drücke, dann kann man sich sogar noch mit Google Play anmelden. Was ich richtig cool finde, ich habe Facebook, deswegen logge ich mich mit Facebook ein, damit ich meine alten Spielstände wieder habe und wir sehen uns gleich wieder. Sieht natürlich auch, die Hintergründe sind alle neu, das ist nämlich alles Miramar. Miramar habe ich halt schon gespielt gehabt, aber auf der China-Version von, ich glaube, Timi war das. Weil die China, die haben ja zwei Versionen. So. Ah, und hier ausgewählt. Ah, und hier können wir dann die Map gleich auswählen. Ich muss mal eben kurz die Grafiken. Und also drum und dran. Ich glaube, HD und HDR und so ein Kram gibt es, glaube ich, alles noch gar nicht. Das ist halt das Ding hier. Ist HDR zu bald für dein Gerät verfügbar. Die Stile sind aber jetzt da. Machen wir hier. Ja, die Stile sind da. Das ist schon mal nice. Dann haben wir hier Missionen. So, Trainings... Was ist das denn? Ah! Das gab es nämlich auch in der China-Version. Nice, die haben jetzt hier auch alles zugefügt. Was gibt ja einmal von Lightspeed, das ist nämlich die Version, die wir hier zocken. Die gibt es auch in China. Aber da gibt es halt eine Timi-Version und die Timi-Version ist nur China. So, ich kann jetzt hier Sachen abholen, oder wie ist es jetzt? Ah ja, hier sammeln. Ich kann jetzt hier überall was sammeln. So, und das ist jetzt der letzte. Dann habe ich jetzt alle eingesammelt. Das habe ich vorher jetzt mal geschnitten, weil das auch ein bisschen länger dauert hat. Da gibt es jetzt hier Shop. Und Tatsache, die haben jetzt hier auch mehrere Sachen im Shop. Nice. Auch wieder neue Sachen zugefügt. Das könnt ihr euch hier selber halt alles anschauen, falls euch das interessiert. Okay, coole Sache auf jeden Fall. Dann haben wir hier, ja Freunde, da kann ich jetzt hier ein bisschen was einsammeln. So, ich habe jetzt schon wieder irgendwas mit Mission. Habe ich hier irgendwie, ach hier. 23 habe ich vergessen. Ah ne, das, gibt drei Freunde, alles klar. Gut. Und ich bin jetzt reich. Gefühlt. So, jetzt haben wir hier Avatar. Nehme ich das hier. Das sieht ganz cool aus. Die Masche du oder Top 10er? Ich nehme erstmal Top 10er. So. Jetzt habe ich hier schon wieder was Neues, Alter. Das hört ja gar nicht mehr auf. Und da sind wir. Miramar. Das Coole ist, ich habe Miramar, wie gesagt, ja schon gespielt gehabt. Weshalb ich jetzt hier echt ein bisschen rumgucken kann, ob sich hier zwischen der China-Version und hier so ein bisschen was unterscheidet, aber eigentlich gar nicht so viel. Sage ich immer, alles noch beim Alten. Die China-Version hatte ich ja nur wegen Miramar. Und ich habe da halt zwei Videos aufgenommen, bis jetzt aber noch nicht rausgehauen. Und eigentlich dachte ich, das dauert hier noch ein bisschen mit Miramar, deswegen dachte ich so, ja komm, dann nehme ich ein Video auf, wie Miramar denn auf dem Smartphone aussieht. Und jetzt ist es dann doch offiziell erschienen und ich habe die Folge noch gar nicht hochgeladen. Es ist, glaube ich, sowieso von der China-Version. Das ist die zweite Folge, in der ich Miramar spiele. So. Können wir jetzt hier aber einmal abspringen einfach. Ja, Miramar. Endlich auch für die offizielle App, weil die China-Version gibt es halt nur auf China, in China. Und da gibt es halt, deswegen sage ich zu der Lightspeed halt offiziellen Version. Es gibt ja hier irgendwo, habe ich ja mal gesehen, irgendwo gibt es eine Stelle, da ist sogar ein Flugzeug abgestürzt. Ich habe Miramar schon ganz schön oft gespielt, deswegen ich kenne die Map auf jeden Fall. Habe ja auch, wie gesagt, das erwähne ich immer wieder gern, ich habe da ja ein Video zu gemacht. Aber ich habe zu spät rausgehauen, ich Idiot. Ich werde die Folge aber trotzdem raushauen einfach. Aufgenommen habe ich die Folge vor zwei, drei Monaten. So, jetzt müssen wir natürlich auf Glück hoffen. Der Miramar ist natürlich so eine App, meine ich, in der man sich nicht so gut verstecken kann. Wie cool, ey. Ja, gut, Pistole. Ich hätte natürlich gern was Besseres, aber es gibt hier wohl nichts Besseres.
Abgesägte Schrotflinte, die ist aber neu, oder? Oh, ist gar nicht so weit weg. Da hätten wir schon geballert. So. Was sehe ich denn da hinten? Ah ne, okay, es sah so aus wie... Na gut. Ah, hier. Direkt mitnehmen natürlich. Alright. Hier war ich auch schon in der China-Version. Ich glaube nicht in der Folge, sondern privates Spiel. So. Da bin ich voruntergestürzt, habe das aber gerade noch überlebt gehabt. Ja, habe ich richtig gesehen, der AKM. So. Heilung. Gut, haben wir da irgendwie? Nein, haben wir nicht. Okay, den Scope haben wir leider nicht. Es gibt natürlich hier auch in der Miramar andere Fahrzeuge. Vielleicht gibt es deshalb auch ein paar andere Waffen. Das weiß ich nicht, ob das vielleicht auch irgendwie... Da hinten. Da sind wir ein neueres Fahrzeug. Uiuiuiui. Alles klar, weiß, ich nehme das Fahrzeug noch ab. Ist mir doch zu heikel hier. Ciao, Sherry Ladies. In welche Richtung muss ich denn? Ne, in die Richtung muss ich nicht. Ich muss zurück, natürlich gerade da, wo es geballert wurde. Finde ich ja ganz toll. So, ich fahre jetzt einfach mal hier die Straße. Oh, wow, jetzt haben wir erschrocken. Ich weiß gar nicht, von irgendwo da wurde geballert. Ich fahre einfach weiter. Kann mein Schild umfahren? Ah, schade. Habe ich nicht erwischt. Aber ich glaube, kann man hier nicht. So. Ah, diese Fahrzeuge hier kommen so ein bisschen ins Schleudern. Ist mir schon aufgefallen, auch in der China-Version. Obwohl China ging das eigentlich... Okay, wir sind mittig. Erstmal gegen Stein fahren, das ist so meine Taktik, weißt. Es gibt ja eine App, die kann man sich im Play Store runterladen. Habe ich auch schon benutzt gehabt. Damit kann man Grafik hochstellen. Hatte ich auch, bis ich das Spiel jetzt updaten musste. Und ich habe jetzt keinen Bock, die andere App dann nochmal runterzuladen. Irgendwie PUBG SFX oder irgendwie so hieß das. Ups. Ist das fahrbar? Ja, doch, oder? So. Machen wir mal Roadtrip oder was? Ups. Gar nichts. Hier waren schon Leute. Ich dachte, andere Schritte gehört zu haben. Dem war aber nicht so. Zum Glück. So, ich guck mal hier um. Da machen wir hier weg damit. Ja. Hier ist nichts Interessantes. Da bin ich so erschrocken. Who are you? Wichser. Da. Ja, einiges. Nehmen wir mal alles mit hier. So. Der Gesundheit haben wir erstmal genug. Brauchen wir gar nicht, glaube ich, gar nicht unbedingt. Ach, hier bin ich. Hier wurde ich nämlich auch schon mal abgeknallt. Weil China war. Das habe ich sogar aufgenommen, das war, glaube ich, die erste Folge. Okay, er scheint weiterzufahren. Ich habe nicht geschossen. Au, 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 Baby. Oh, Baby.
auch immer du warst. Das war auf jeden Fall Aua. Die Frage, wo war der? Okay, jetzt geht hier ganz schön ab gerade. So, kleiner Penner. Das kann man doch überraschen als gedacht. So. Gut. Dann werden wir hier natürlich jetzt Vierer mal reinmachen. Das können wir wegwerfen. Hier, die können wir auch wegwerfen. Da haben wir da ein bisschen Platz in unserem Rucksack. Obwohl wir Level 3er Rucksack haben. Ja, guck mal, habt ihr gerade die Lebensanzeige gesehen? Wie schnell? Oh. Ich hab mich erschrocken. Ich weiß auch nicht, wo. Ich weiß, ich muss gleich langsam weiter, wegen der Zone. Baby, Motherfucker. Hab ich doch von hier irgendwo schießen müssen. Da. Das war knapp. Aber da hinten sehe ich auch einen. Scheiße. So. Ja, guck mal, da hinten ist ein Airdrop und hier. Sieht man auch nicht alle Tage. Gut, ich habe gehofft, dass da vielleicht dieser Tarnanzug drin wäre. Dem ist leider nicht so. Hier wurde gerade jemand erschossen. Schade. Ich habe generell das Gefühl, die AKM macht irgendwie mehr Schaden als die SCAR. Schritt. Fuck. Gerade zu spät gesehen, leider. Fuck. Mist. Ah. Gerade gesehen, dann. Ich war gerade überlegen, ist das jetzt jemand oder ist es nicht? Und dann dachte ich, ach, scheiße. Mist. Ja, gell. Immerhin 5. Platz, so, weißt du. Bin ich ganz zufrieden mit. Und 5 Kills auch noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Magic.